So, ihr Lieben, hier bin ich noch immer für diese Woche. Nachdem ich euch schon die leckere Schinkenschnecke eben gezaubert habe, mache ich jetzt noch ein Lieblingsrezept, was ich total liebe für den Sommer. Denn ich habe hier in unserem Salatkarussell noch frischer Rucola. Und den habe ich jetzt ungefähr so 2-3 Tage. Der war noch übrig gewesen von der Pizza. Den habe ich jetzt noch übrig und habe aber jetzt eigentlich gerade keine Verwendung für den. Ne? Aber ich mache euch aus diesem Rest, weil ich nichts wegwerfen will, eine super leckere Rucola-Buddha, weil die schmeckt mega gigantisch beim Sommer zum Grillen dazu. Und das ist eigentlich etwas, was die Leute noch gar nicht so kennen. Die meisten kennen immer nur die klassische Kräuterbuddha mit Petersilie. Aber dieses Nussige, ja, von unserer Rucola-Butter, das kennt man nicht. Also ich bin jetzt hingegangen, habe einfach nur gerade so wie Nassil den Behälter immer voll gemacht, tue den jetzt einfach nur schon mal vorab zerkleinere und hole dann als nächstes restliche Rucola, den ich noch habe. Das ist Pi mal Daumen, wie das gerade so ein bisschen wolle. Ich bin immer jemand, ich tue das immer so nur Gefühl mache. Bei mir schmeckt es auch immer sehr würzig, deswegen kommt bei mir auch gleich noch Knoblauch dran, aber nicht zu viel, weil man ja noch dieses Nussige wolle. Aber was ich euch auch dort mit zeigen wollte, ist, dass gerade geschleuderter Salat, wie jetzt der Rucola, sich super gut aufbewahren lässt, nämlich in unserem Karussell, weil wenn er den richtig schön schleudert, dann hat er da wirklich ein paar Tage dran. Und gerade Salatkarussell ist ja im Sommer so etwas, wo man sehr oft einen Gebrauch hat. Mir ist ja im Sommer sehr oft frischer Salat, da gibt es jetzt heute Abend bei uns auch die Schinkenschnecke, da mache ich jetzt frischer Salat dabei, deswegen brauche ich nämlich jetzt das Salatkarussell, dass ich den Salat wieder wäschen kann und dort dazu machen wir jetzt den Rucola mit frischem Baguette. Und gucken wir, oh, das riecht so gigantisch, der ist jetzt komplett zerkleinert, das ging jetzt rucki zucki und jetzt werfen wir 2 frische Knoblauchzehen hier rein und du die noch immer gerade zerkleinere. Immer so schön nur Nana. Und dann kommt als nächstes einen Schluck Olivenöl dran für den Geschmack. Und es kommt ein bisschen Rapsöl dran. Dann kommt Butter dazu und natürlich ein bisschen Salz und Pfeffer. Und ich kann euch sagen, das schmeckt einfach gigantisch. Das ist ein ganz besonderer Geschmack. Probieren es mal aus. Im Sommer hat der ein oder andere Rucola selbst im Garten. Ich esse es immer wahnsinnig gern auf der Pizza, frischer Rucola mit ein bisschen Tomate und ein bisschen Parmaschinke. Und vor allen Dingen sieht man jetzt der 8 Grad richtig gut, wie schön wir in unserem Extra-Chef jetzt 8 Masse gemacht kriegen. Dann brauchen wir nämlich nicht immer noch mal von vorne anzufangen. Und die Butter, die habe ich jetzt schon so ein bisschen weich gelassen. Das heißt also, dadurch kann man die richtig gut dann zerquirlen. Und ich hole jetzt mal für unser Rezept so ein gutes halbes Päckchen. Und dann gucke ich mal gleich, wie mir die Farbgefalle tut, ob ich noch ein bisschen Butter dabei mache oder nicht. Wie gesagt, bei mir ist das immer so ein bisschen ja, Entscheidungssache. Ich gucke immer noch mal rein, ich schmecke mal ab. Und dann sieht man auch schon richtig schön, dass der das hier komplett vermengelt wird. Und ich komme jetzt auch direkt an die Kamera für euch, dass ich zeige, wie schön der das vermengt durch diese 3 Messer, die halt einfach auf unterschiedlicher Höhe sind und halt auch dieses Geschwungene wird das halt richtig schön miteinander vermengt. Oh, die ist genau richtig. Also halbes Päckchen Butter und ihr könnt gucken, jetzt komme ich mal gerade zu euch, gucken wir hier, seht ihr das, was die für eine schöne Farbe hat? Oh, und dieses Nussige, das riecht so genial. Das könnt ihr dabei machen, wie ich eben schon gesagt habe. Ihr kennt es auf dem Flit essen, auf dem Baguette. Es ist mir heute Abend jetzt. Ihr kennt es aber auch beim guten Stück Steak dabei machen. Ist auch lecker. Mal was ganz Besonderes. Frieren sie euch in, dann haben wir längere Zeit andere. Ihr könnt sie portionsweise rausholen. Und ja, das war jetzt mal nochmal so ein Tipp von mir für euch für den Sommer. Ich hoffe, meine WhatsApp-Party diese Woche, die hat euch nochmal gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn man natürlich wieder eine Folgegastgeberin finden würde. Die sagt, sie hätte im August oder September immer nochmal Lust, eine WhatsApp-Party zu machen. Denn es gibt ja jeden Monat neue Angebote. Und ich glaube, sogar im September kommt schon unser neuer Katalog wieder raus. Viel Spaß jetzt beim In euch gehen. Das bedeutet, ich lasse euch jetzt noch Zeit bis morgen Abend 20 Uhr, um nochmal alles durchzugucken, um nochmal zu überlegen, was
Vielleicht hat Sandra uns alles die Woche gezeigt. War vielleicht das ein oder andere dabei, was mal gefallen hat. Melden euch sehr gerne bei mir. Ach, wenn ihr Frohe habt, egal was. Ihr dürft euch jederzeit gerne bei mir melden, ihr Lieben. Das war's von mir. Tschüss.